Unser Projekt Notfallkochbuch sollte die Menschen vor allen Dingen dazu animieren, in einer Zeit, wo es kein Ereignis gibt, wo alles in Ordnung ist, wo die Sonne scheint und gut ist, dass man mal darüber nachdenkt, was man in einer Krise brauchen würde. Vor allen Dingen natürlich im Bereich Notvorrat und wie ernähre ich meine Familie. Für das Kochen ohne Strom zu Hause kann man natürlich, wenn man gar keine Ausrüstung hat, immer noch Nahrungsmittel nehmen, die man auch kalt essen kann. Also auch da ist es natürlich wichtig, dass man vorher darüber nachdenkt, was brauche ich, was isst meine Familie gerne. Man kann aber natürlich auch noch zu anderen Hilfsmitteln greifen. Das Erste und Wichtigste ist, dass man darstellt, was ist die Arbeit im Katastrophenschutz, welche Möglichkeiten gibt es, sich ehrenamtlich zu engagieren. Und dafür gibt es den unter anderem landesweit jetzt stattfindenden Katastrophenschutztag im Herbst diesen Jahres. Das war unter anderem auch der Startpunkt für die Idee, dieses Kochbuch mit zu erstellen und zu gestalten und dazu aufzurufen, sich daran zu beteiligen. Und wir würden das im Rahmen des Katastrophenschutztages, wir unsere ehrenamtlichen Möglichkeiten, die ganz vielfältig sind, dann natürlich mit anbieten wollen. Das nächste, was jetzt ansteht und mit Hochdruck schon läuft, ist die redaktionelle Arbeit an dem Kochbuch. Die Rezepte, die 50 Rezepte, die in das Kochbuch reinkommen, sind bereits ausgewählt und durch die Jury und werden jetzt entsprechend aufbereitet. Es gibt noch zusätzliche Artikel, die umfangreiche Informationen rund um das Thema der Rezepte selbst, wie man sich vorbereitet mit Geräten, wie man sich auf Notfälle dabei vorbereitet, medizinisch und Ähnliches. All das wird sich in dem Kochbuch wiederfinden. Wir dürfen uns auf eine bunte Mischung freuen. Für uns ist es wichtig, dass wir den Menschen aufzeigen, was es für Gefahren gibt und was eben alles so passieren könnte, um eben im Falle des Eintritts eines solchen Ereignisses auch vorbereitet zu sein. Das ist für uns Einsatzkräfte auch ganz wichtig. Durch das Kochbuch erhoffen wir uns halt, dass die Menschen sich auf eine spielerische Art und Weise oder auf eine erfreuliche Art und Weise im Alltag schon mal mit diesem Ding auseinandersetzen, sich darüber informieren und eine Routine aufbauen können, die dann im Falle eines Falles dann einfach schon mal abgerufen werden kann. Uns war das eben wichtig, dass dieses Kochbuch eben auch für Sachen zu benutzen ist, die nicht nur im Notfall vonnöten sind, sondern eben auch in den Alltag eingebaut werden können.